Schwer verletzt wurde am Samstagnachmittag, kurz nach 14 Uhr, der 63-jährige Eigentümer eines Wohnhauses beim Brand seines Eigenheimes. Die Polizei und Feuerwehr wurden durch mehrere Notrufe in Kenntnis gesetzt, dass aus einem Wohnhaus in der Siedlung 21 in Hockenheim offene Flammen schlagen würden. Die Freiwillige Feuerwehr aus Hockenheim, die zufälligerweise gerade dabei war, eine Übung am Feuerwehrgerätehaus vorzubereiten, traf blitzschnell am Brandort ein und konnte den 63-jährigen gehbehinderten Eigentümer des Wohnhauses schwer verletzt aus den Flammen bergen. Der Mann wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in eine Ludwigshafener Spezialklinik gebracht, wo er in den frühen Abendstunden an den Folgen einer Rauchvergiftung verstorben ist. Ein unmittelbar angrenzendes Nachbarhaus wurde bei dem Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Freiwilligen Feuerwehr Hockenheim, die mit insgesamt 40 Florianz-Jüngern im Einsatz war, gelang es, ein weiteres Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Häuser zu verhindern. Der Schaden an den beiden Wohnhäusern beträgt nach ersten Schätzungen rund 150.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Brandexperten der Kriminalpolizei Heidelberg sowie die Mannheimer Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen übernommen.